Ausnahmezustand in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Firnheim. Vergangene Woche ist hier im Lehrerzimmer plötzlich die Zwischendecke eingestürzt. Zuerst war ich entsetzt und als nächstes sehr froh darüber, dass dieser Absturz nachts passiert ist und dass kein Kollege zu Schaden gekommen ist. Als der stellvertretende Schulleiter Lutz Ackermann von dem Vorfall erfährt, kann er sich erstmal nicht vorstellen, wie groß der Schaden ist. Das war doch ein heftiger Einsturz einer gesamten Deckenfläche. Und da waren wir natürlich erstmal besorgt und haben den Raum entsprechend gesichert. Und ja, es bedeutet für das Kollegium natürlich auch ein Stück weit eine Verunsicherung, das kann man sich denken. Teile der Schule werden derzeit saniert. Viele Mängel seien aber bereits seit langem offensichtlich, so der Personalrat. Der Vorwurf, der Schulträger hätte schneller handeln müssen. Das Gebäude ist marode und wir erleben es ja schon seit vielen, vielen Jahren, dass keine Grundsanierung im großen Stil erfolgt, dass einfach eine Flickschusterei an vielen Stellen schon seit Jahren der Fall ist. Im Kreis Bergstraße ist dafür der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudewirtschaft zuständig. Aus dessen Sicht sei der Einsturz nicht vorhersehbar gewesen. Dazu kann ich sagen, dass all unsere Schulen funktionstüchtig sind, regelmäßig begangen werden und gewartet werden. Das heißt, es gibt regelmäßige Rundgänge. Solche Situationen sind uns bis dato noch nicht vorgekommen. Wir können ausschließen, dass der Deckeneinsturz aufgrund einer nicht durchgeführten Instandhaltung passiert ist. Ein Gutachten soll nun klären, warum die Decke im Lehrerzimmer eingestürzt ist. Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zeigt dieser Fall deutlich den schlechten Zustand einiger hessischer Schulen. Sie fordert mehr Transparenz der Landesregierung. Wir stoßen da immer auf taube Ohren, wenn wir sagen, wir brauchen eine Erhebung der Sanierungsbedarfe. Und von daher, da wird gemauert und da wird der Deckel drauf gehalten. Das ist das Problem. Grob schätzt die Gewerkschaft den Sanierungsbedarf der Schulen in Hessen auf 4 bis 5 Milliarden Euro. In der Alexander-von-Humboldt-Schule hofft man nun auf eine schnelle Lösung, auch weil kommende Woche hier wieder der Schulbetrieb losgehen soll.